So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt wird weitergespielt. Verdammte Scheiße. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt beim letzten Mal alles gesehen. Was ist denn los, ey? Was ist los? Wir sind in der Liga Zweiter. Habt ihr es gesehen? Ist das nicht schön? So, wir simulieren heute erstmal nur 2 Tage. Simulation ein Tag. Und stoppen, damit wir noch das Training machen können. Ich hoffe, das kommt irgendwie hin. Jawohl, es kommt hin. Denn einmal Training verpassen wäre halt irgendwie blöd. Oh, Martial ist ein 86er geworden. 85er geworden. Lalalala, was macht man denn da? Pushen wir ihn trotzdem weiter? Den hätten wir denn dann noch im Angebot? Der Rest kommt wahrscheinlich auch einfach, wenn er spielt. Ne? Depay könnte man da pushen. Lingard könnte man pushen. Braucht man aber alles nicht. Wir haben ja gute Spieler, die stark genug sind. Navarrete könnten wir noch eine zweite Einheit geben, damit wir ihn einfach gut verkaufen können. Wir hätten hier noch Jackson, okay. Dann haben wir noch Vogel. Alles DMs, Baumann, auch ein ZDM. Innenverteidiger. Ach nee, das ist schon 18, okay. Den werden wir dann wahrscheinlich jetzt bald mal verkaufen oder so. Bailey, na okay, den pushe ich aber nicht, der ist ja immer Ersatzspieler. Außenverteidiger haben wir Shaw, den wollte ich noch ein bisschen pushen, nicht wahr? Nämlich mit Tempo-Dribbling, einfach damit er noch ein bisschen besser am Ball wird. Und später, wenn er 83 oder was ist, dann werden wir nur noch Jugendspieler pushen. Also abgesehen von Rashford und Kimmich natürlich. Zumindest momentan mein Plan. So, ich ändere den Plan ja immer wieder mal. Rashford, der kackt da ein bisschen ab irgendwie, ne? Wir haben Augenschmerzen, Hals hier, Wirbeldingens und keine Ahnung. Monatsbericht Jugendmannschaft. Ja. Das sind ja quasi alle die, die ich ne, verpflichtet habe. Und hier sehen wir es schon. Jan Vogel. Ja. Potenzial bis 89, hat sich ein bisschen verschlechtert. Navarrete immer noch 93 und Torwart 94 immer noch, hat er Wahnsinn. Jackson ist auch noch bis 94 und der hier, wo war denn unser 18-Jähriger? Ist der hier gar nicht mit bei? Okay. Die behalten wir auf jeden Fall alle, außer Jan Vogel wahrscheinlich. Jugendspieler freigeben. Den können wir wegtun, den werde ich eh nicht pushen. Dann haben wir hier noch Nationalteam, bla 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 und bla bla bla. Okay, wir simulieren weiter und spielen dann gegen Stoke City. Oh yeah. Heute kein Training, alles klar. Stoke City, sehen wir einen alten. Ah, was heißt einen alten Kumpel bei mir? Xerdan. Xerdan, jawohl. Shaqiri, finde ich sehr cool, diesen Typen. Ein guter Spieler eigentlich. Konnte sich bei den Bayern nicht durchsetzen und wurde dann so immer mehr weiter durchgereicht damals. Ist dann, glaube ich, zum AC Milan gegangen, kann das sein? Auf jeden Fall irgendwie nach Italien. Konnte sich da auch nicht durchsetzen und hat dann den Weg nach England eingeschlagen und ist jetzt bei Stoke City und spielt dann da quasi schon seit letztem Jahr gegen den Abstieg. Was ich sehr schade finde eigentlich, weil er ein super Spieler ist, meiner Meinung nach. Na gut. Heute Schweinsteiger von Beginn an für Pogba. Aber wir tauschen mit Kimmich. Rooney geht erstmal raus, dafür kommt Herrera mal rein. Und so starten wir das Ganze. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Bis gleich. Im Stadion. Meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Heimspiel im Old Trafford. Manchester United gegen Stoke City. Premier League ist wieder angesagt. Weg damit. Wir starten hier sofort voll durch. Wir machen offensiv. Das ist, glaube ich, aber ziemlich egal, wie ich hier spiele. Ich verkacke sowieso die ganze Zeit. Aber gegen Stoke müsste was drin sein und vor allen Dingen in der Liga läuft es ja doch eigentlich ganz ordentlich. Natürlich könnte es immer noch besser laufen, aber boah. Schweini, was hast du gemacht? War es überhaupt Schweini? Alter, was war das? Das konnte ich so schnell gar nicht sehen. War es Boateng oder was? Krass. Okay. Es gibt 11 Meter. Ich kotze im Strahl.
Komm, Wilfried. Wo springen wir hin? Wir springen nach rechts. Er schießt nach rechts. Ich bleib stehen. Das war beides falsch. Ach Gott, das ist doch. Es geht weiter. Fickt euch, Stoke. Ich wollte gerade sagen. Nächste Ecke. Boah, ist das behindert. Die Maria, was macht denn der da hinten? Ich meine, du bist ja im Grunde. Alter! Ich wollte gerade sagen, pfeif auch mal irgendwas für mich. Oder kriege ich jetzt noch eine Verwarnung, weil ich da hingefallen bin gerade? Alles klar. Kamera ändern. Das möchte ich gerne so machen. Aufstehen direkt rein oder was? Versuchen es einfach mal. Okay, das war nichts. Man konnte es ja mal versuchen, nicht wahr? Ich wollte doch auf. Die stehen sich die ganze Zeit selbst in den Füßen rum. Boah, diese Mannschaft läuft so überhaupt gar nicht. Diese Mannschaft läuft sowas von gar nicht. Okay, Kimmich stark diesmal. Ist das frustrierend. War das schon im Aus oder was? Okay. Ich kann sagen, wenn als eine Regel, dann noch bitte Boateng und dann so ein Fehlpass. Herrera, ist der schnell genug? Vorne ist Ibrahimovic. Sag mal, kann der. Oh, Jesus. Geht mir der Ibrahimovic auf die Eier da vorne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Verdammt, komm, das muss doch irgendwie drin sein. Stellen ist auch sehr offensiv, es gibt mal Optimisten so. Entweder wir gehen richtig unter oder wir hauen sie noch weg hier. Ecke. Immerhin mal etwas. Und wieder auf den Torwart. Auf Buckland. War es, glaube ich, ne? Jawohl. Komm. Ich dachte mir, hau einfach mal drauf, das Ding. Das ist sowieso. Sonst wäre eh abgepfiffen worden, wahrscheinlich. Aber pass auf, jetzt machen die noch einen Angriff und ich krieg noch einen hinten rein. So wird es passieren. Weil nämlich dann erst abgepfiffen wird, ne? Okay, doch nicht. Ach ja, auf jeden Fall geht es mir tierisch auf die Nüsse. Ich habe zwar beim letzten Mal gesagt, dass ich nach der letzten Aufnahme Pause machen werde von FIFA, aber ich habe mir gedacht, ah komm. Nützt dir alles nichts. Ich brauche da außerdem noch eine Aufnahme irgendwie. Ja, deswegen spiele ich das doch noch weiter.
Ist denn hier Tennis oder was? Aber gar nichts. Wieso läufst du nicht davor? Wieso stelle ich überhaupt offensiv, wenn er dann am Ende doch nicht nach vorne rennt, sondern mir entgegenkommen will? Boah, ich kotze im Strahl. Bums. Nicht doch zu dem Alter. Geht mir voll auf die Eier. Okay, wir wechseln. Sonst sterben meine Spieler gleich eines qualvollen Todes hier. Herrera muss raus, dafür kommt Rooney. Schweinsteiger muss raus, dafür kommt Mkhitaryan. Und Kimmich geht raus, dafür kommt Pogba. So geht's auf jeden Fall weiter. Mal gucken, ob wir in den letzten paar Minuten noch was reißen können mit dieser Mannschaft jetzt. Gerade mit Mkhitaryan vielleicht als schneller zweiter Flügelstürmer auf der linken Seite. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich zwischendurch mal nicht so viel labern sollte wie sonst, liegt es einfach daran, dass ich mich halt hardcore konzentriere, oder versuche es zumindest. Dann passiert ja so eine Kacke. Ecke, bitte, jawohl, Ecke. Ich meine, noch eine Ecke. Aber wieder Ecke. Komm, irgendwann muss da doch mal reingehen da vorne. Das kann doch einfach nicht sein. Alter Smalling, lass Boateng da vorne hin. Da muss ich auch noch Hummels kaufen, dass das hier noch funktioniert. Alter, wie kann man das denn nicht machen, du Fotze? Ja.
Ja, dann habt ihr es auch nicht verdient zu gewinnen, wenn er so Dinger nicht macht. Kommt jetzt hier noch mal ein letzter Angriff vielleicht. Nein, natürlich nicht. Sie sind alle tot. Sie können alle nicht mehr. Das war's. Wir verlieren total unglücklich 1:0 zu Hause gegen Stoke City. Sind wir zu Hause? Ich glaube schon, oder? Ach Gott, ist das bitter, ey. Mann, wegen so einem blöden Ding am Anfang. Naja, was soll's. Die Saison ist noch früh. Wir sind bisher nur aus diesem EFL Cup oder was das war ausgeschieden. Das heißt, Europa League ist noch alles drin. Liga ist auch noch alles drin. Aber trotzdem nervt es mich zunehmend. Zunehmend nervt es mich. Guckt euch das an. Wo sind wir? Sind Dritter. Tottenham führt. Alle Achtung. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann ja mal wieder mit einem Punkt oder zumindest mit einem Tore wäre schön. Bis dann. Tschüss.